Hans-Jürgen Sievers auf dem Weg zum Briefkasten. Er hat Post von der Rechtsanwaltskanzlei Waldorf Frommer aus München. Eine Abmahnung. Dem 75-Jährigen wird vorgeworfen, im Internet illegal Musik zum Tausch angeboten und damit das Urheberrecht der Plattenfirma Sony verletzt zu haben. 856 Euro verlangt die Kanzlei. Für Herrn Sievers unerklärlich. Wir sollen laut diesem Schreiben ein Musikstück heruntergeladen haben von den Fantastischen Vier. Und dazu sind wir gar nicht in der Lage, meine Frau und ich, weil wir da mit dem Computer nicht umgehen können in dieser Weise. Und hier leben auch keine anderen Personen in dem Haushalt, die das gemacht haben könnten. Urheberrechtsverletzungen durch illegale Downloads sieht die Musikindustrie als gigantisches Problem. Deswegen lässt sie abmahnen. Hans-Jürgen Sievers und seine Frau Marleen bestreiten, dass sie Musik aus dem Internet geladen und auch selbst angeboten haben. Das nützt ihnen aber nichts. Waldorf Frommer berufen sich auf die IP-Adresse der Sievers. Das ist die Nummer, die einem Anschluss zugewiesen wird, sobald eine Internetverbindung hergestellt wird. Und bitte. Identifiziert wurde der Anschluss von der Firma Epoch, die zusammen mit der Kanzlei Waldorf Frommer nach illegalen Up- und Downloads sucht. Der Tausch von illegalen Dateien im Netz wird für Rechteinhaber wie Sony von solchen Spezialfirmen überwacht, die die IP-Adressen ermitteln. Diese gehen an eine Anwaltskanzlei, die vom Netzbetreiber, zum Beispiel der Telekom, den Namen des Anschlussinhabers verlangt. Haben die Kanzleien erstmal Namen und Adressen, schicken sie Abmahnungen raus. Täglich Hunderte, mehrere hunderttausend Schreiben im Jahr verschicken mehr als 30 Kanzleien, die sich darauf spezialisiert haben. Manche verlangen mehr als 1000 Euro pro Abmahnung. Es gibt mittlerweile eine regelrechte Abmahnindustrie. Zig Anwaltskanzleien leben ausschließlich von Massenabmahnungen und nehmen keine anderen Aufträge mehr an. Das ist höchst bedenklich. Der Anwalt wirkt hier nicht mehr als unbestechlicher Vertreter rechtlicher Interessen. Er macht lediglich noch den Eindruck einer Geldmaschine. Eine der bekanntesten Abmahnkanzleien ist Kornmeier und Partner in Frankfurt. Udo Kornmeier verlangt nach einem standardisierten Verfahren üblicherweise 450 Euro. Er hat im Monat schon bis zu 4000 Abmahnungen verschickt. Es gebe halt zu viele Rechteverletzer. Wenn von einem Tonträger eine einzige Download gefunden würde und es gäbe eine Abmahnung, würde kein Mensch sich darüber irgendwie echauffieren oder erregen. Wenn nun derselbe Rechteinhaber 1000 Mal pro Monat verletzt wird, kann er doch nichts anderes tun, als 1000 Mal dagegen vorzugehen. Doch es gibt einen Haken. Die Forderungen, die Menschen wie die Sievers so erschrecken, sind nicht durch den Schadenersatz so hoch, sondern durch die Anwaltsgebühren. Die muss eigentlich der Inhaber der Musikrechte zahlen. Das Geld holt er sich aber von dem Abgemahnten zurück. Daran, dass diese Kosten jedoch in allen Kanzleien wirklich entstehen, gibt es Zweifel. Ein Fax, das den Briefkopf der Kanzlei Kornmeier trägt, ist 2009 bei WikiLeaks aufgetaucht. Und erläutert auf Englisch das Geschäftsmodell des Abmahnens. Übersetzt heißt es: Das ganze Projekt ist eine Art Joint Venture, bei dem keine Partei der anderen Partei irgendwelche Kosten in Rechnung stellt. Also würde eine Erstattung von Gebühren verlangt, obwohl man sie dem Auftraggeber so nie in Rechnung stellt. Das wäre gesetzeswidrig. Kornmeier sagt, er tue genau das nicht. Wir unterbreiten den abgemahnten Personen im Auftrag unserer Mandanten Vergleichsangebote. Diese Vergleichsangebote umfassen sämtliche Kosten, die eben anfallen für die Ermittlung von Rechtsverletzungen, Gerichtskosten, Providerkosten, Anwaltskosten für die außergerichtliche Korrespondenz. Das sind Vergleichszahlungen, die ein Rechtsverletzer annehmen kann oder auch nicht. Erst wenn das abgelehnt würde und er klagen müsse, so Kornmeier, rechne er nach der Gebührenordnung ab. So einfach ist es nicht immer. Das Amtsgericht Frankfurt urteilte in einem Fall rechtskräftig, dass ein Abgemahnter Kornmeiers Gebühren nicht erstatten musste. Denn der habe seinem damaligen Auftraggeber nur einen Pauschalpreis berechnet. Weitere Gebühren könnten dann nicht mehr anfallen. Der Juraprofessor Thomas Hören kritisiert, dass viele andere Gerichte immer noch die Höhe der Geldforderungen bestätigen. Eigentlich habe der Bundestag die Gebühren im Urheberrecht längst gedeckelt. Viele Gerichte missachten aber den Willen des Gesetzgebers. Also der Gesetzgeber hat eine sehr klare Vorschrift geschrieben, entwickelt, § 97a, und darin steht, dass man nur 100 Euro Abmahngebühren bezahlen muss, wenn das ein einfach gelagerter Fall mit einer einfachen Rechtsverletzung im Privatbereich ist. Diese Vorschrift ist da, sie ist gut, aber sie muss jetzt angewendet werden. Und da hat der Gesetzgeber einen Auftrag, nochmal klarzustellen für die Gerichte, bitte wendet das auch bei Privatleuten dann tatsächlich so an. In der Politik sieht Hören erste Bewegung.
Den Sievers wird das vorläufig nichts nützen. Die meisten Gerichte legen das Gesetz weiter so restriktiv aus, dass die 100-Euro-Deckelung auf Fälle wie ihren nicht angewendet wird.